Zusätzlich zu den Aufnahmemöglichkeiten mit den integrierten Festplatten bei einigen Twin-Modellen kann man bei allen Metzgeräten auch USB-Recording, also mit externen USB-Medien, nutzen. Lediglich beim Cosmo und beim Micos muss diese Funktion einmalig kostenlos auf der Webseite metz-ce.de freigeschaltet werden. Das Besondere an der USB-Recording-Lösung bei unseren Twin-Tuner-Modellen ist folgendes. Die extern genutzten Medien müssen dateisystemtechnisch nicht mit dem Metz-Fernseher verheiratet werden. Dies hat zwei wesentliche Vorteile. Zum einen kann ich dieses externe USB-Medium auch zusätzlich zur Aufnahme am Metz-Fernseher noch ganz normal als USB-Wechseldatenträger, zum Beispiel am PC, nutzen. Zum anderen bieten wir freien Zugriff auf den Ordner Metz-PVR, der auf diesem Medium angelegt wird. Und somit kann ich alle Aufnahmen, die unverschlüsselt, also Free-TV sind, auch an anderen Geräten, wie zum Beispiel dem PC oder auch einem Smart-TV eines anderen Herstellers, nutzen. Die einzige Bedingung hierfür ist, dass das externe USB-Medium im NTFS-Dateiformat formatiert ist. Sollte dies noch nicht der Fall sein, kann diese Umformatierung hier im Metz-Fernseher im Aufnahme-EPG-Menü vorgenommen werden. Auch wenn diese Formatierung hier gemacht wird, wird dieses USB-Medium nicht mit dem Metz-Fernseher dateisystemtechnisch verheiratet, bleibt also auch danach zusätzlich zur gelegentlichen Aufnahme am Metz-Fernseher auch weiterhin zum Beispiel am PC frei nutzbar. Zusätzlich wäre es möglich, über unseren Dateimanager die interne Festplatte mit grün auszuwählen, PVR intern. Und auf der anderen Seite habe ich beispielsweise mein USB-Wechseldatenträgermedium, wähle mir hier eine oder mehrere Sendungen aus und kann diese, insofern es Free TV ist, rüberkopieren auf mein USB-Gerät und dann auch an einen beliebigen anderen Gerät, was dieses TS-Format versteht, abspielen.